Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Road to Etheria. Und ich habe einen Plan. Haha, warum haben wir so viel Gold im Inventar? Das war noch von letzten Mal, ne? Haha. Ja, übrigens, die Folge habe ich gerade eben aufgenommen für euch. Die kommt heute noch am selben Tag in wenigen Stunden online. Ach, nice. Der hilft uns hier auch nochmal ein bisschen mit. Und, ja, wie gesagt, ich habe einen Plan. Was wir jetzt eventuell machen könnten oder beziehungsweise machen werden, definitiv. Und das wäre... Oh Gott, das... Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich kann den Weg hier nicht benutzen. Kann ich nicht, weil... der Plan sieht so weit aus. Ich werde mir eine Plattform im Himmel bauen, aber nicht so hoch, weil das ist ein bisschen zu hoch. Ich habe getestet... Ungefähr so, dass ich auf der Map mit der Größe ungefähr knapp noch den Boden sehe. So hoch kommt der Destroyer nicht. Das heißt, der wird unter uns rumkrepeln, die gesamte Zeit, den gesamten Kampf. Und somit habe ich einen deutlich besseren Schutz als vorher gegen ihn. Und ja, das wird dann so der Plan sein. Und dann werde ich mir logischerweise mit den Souls of Might den Mega Shark basteln und dann werden wir damit hoffentlich die Twins einfach so down kriegen können, weil Mega Shark ist schon echt eine süße Waffe. So, jetzt ist nur die Frage, hier hinten sieht's recht eben aus und so. Andererseits sind hier hinten nachts auch noch sehr viel gemeinere Gegner in der Luft. Heißt, ich könnte es entweder über den Dschungel machen oder einfach direkt hier. Hier ist halt wieder die Sache, dann macht er wieder alle meine NPCs kaputt. Eine Sache, die ich versuchen könnte, wäre hier in der Area. Nur dann habe ich halt den Berg. Und wenn ich quasi hier den Steg mache, kann der von hier und von hier vielleicht doch noch höher kommen. Das will ich eigentlich ungern riskieren. Ach, und Schneesturm schon wieder. Ich kann ja mal eben hier in das Biom rüber kraxeln. So, warte, der müsste jetzt wieder mit den normalen Schüssen, genau, damit ich die High-Velocity-Bullets nicht verschieße. Ich kann ja mal ein bisschen hier währenddessen auch noch rumdümpeln und eventuell, einen, Eis-Fuzzi hier, Eisgolem oder so heißt da, glaube ich. Glaub schon, ja. Vielleicht könnte ja da mal einer spawnen jetzt. Ich glaube, das Ganze... Ah, da ist einer, guck an. Man übersieht die auch immer gleich so leicht, ey. Naja, der macht schon gut Schaden, du. Ich meine, wir brauchen zwar jetzt keine Dingsbumsrüstung mehr. Ist ein bisschen unnötig. Ja, ich glaube, wir schaffen das nicht mal gegen den, weil wir zu scheiße sind im Ausweichen. Ich werde mal eben einen kleinen Heiltrank nehmen hier. Keinen krassen. Die brauchen wir für die Bosskämpfer. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Vielleicht mal ein bisschen hier aufbuddeln. Ja, das genau, das wollte ich sowieso wegbuddeln, von daher. Ne, machen wir mal hier ein bisschen auf. Willst du mir jetzt wegrennen, du Kleiner? Sag mal, du willst mir doch nicht etwa wegrennen. Oh, jetzt hat er mich vereist. Oh oh. Der rennt weg. Der rennt eiskalt weg, der Lappen. Ja, und jetzt hat er mich safe. Das ist natürlich mies von ihm. Ha! Mensch! Das ist ja jetzt Quatsch. Hat er mich. Hat er mich einfach. Ja, ich meine, gut, was willst du machen bei solchen Schüssen mit 80 Schaden, 90 Schaden? Ja, ist halt beim... Oh, guck mal, er ist immer noch da. Ne? Das ist nett. Das ist in der Tat nett. Ob ich ihn jetzt kriege, ist eine andere Frage. Nicht, wenn ich so vereist bin zumindest. Oh, gerade so. Oh ja, haben wir einen Frostcore und ein bisschen Gold gemacht. Ist jetzt nicht so wichtig, aber okay. Das Vereistsein ist so nervig, ne? So, stecken wir das hier rein. Den Frostcore können wir mal eben hier reinpacken. Ja, why not? Die Dinger können übrigens mal in die andere Kiste. Das ist ein bisschen sinnlos, dass die hier sind. So, einmal adapt. Ansonsten, wie sieht's denn mit Tränken aus? Tränke, ja genau, Tränke. Tränke braucht man neue. Genau, das wollte ich letztes Mal noch machen, richtig? Ich glaube. Und ich glaube, ich wollte auch neue Boss-Items machen und so. Sieht mir stark danach aus.
Alter, der Schneesturm ist halt schon heftig nervig. Muss man ja einfach mal sagen. So ein bisschen Iron Skin kann man immer gebrauchen. Ja, 3 Stück. Ich will jetzt nicht alle meine guten, hier. Na? Die Blümchen hier. Dayblum verbrauchen, genau. Die brauchen wir nämlich unbedingt für die Regeneration Potions, die hier drin sind. Swiftness werde ich erstmal nicht benutzen, beziehungsweise gar nicht benutzen, weil... Ach, nee. Ich glaube nicht, dass das so viel Vorteil bringt. Nach was suche ich gerade? Pilzen. Genau. Nach Pilzen suche ich. Hier sind Pilze. Machen wir die Regeneration Potions. Hat's nur für 2 gereicht. Ja, es ist halt random, wie oft hier was aufgebraucht wird. Aber es ist schon mal cool, dass bei der Station nicht immer alles aufgebraucht wird. An Materialien, die man zum Craften dafür braucht. Das ist auf jeden Fall eine sehr nette Sache. Also, wir werden mal hier diese ganzen Items, die wir sowieso öfters fürs Tränkebrauen brauchen, hier reinpacken. Okay, die Seeds jetzt nicht gerade. Generell, wir können mal quickstacken. Und ansonsten, ja, Boss-Items mäßig. Ja, lass mal erstmal so, wie es ist. Und dann genau eine Sache eventuell noch. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir in der Tat nicht sicher, was ich benutzen möchte für eine Waffe. Übrigens, jetzt... Achso, es ist noch... Okay, es ist noch 4 PM. Ich weiß nicht, ob wir es die Nacht noch schaffen. Ob ich eventuell... Das Doofe ist, wir haben keine... Ja, wir könnten halt wirklich den Amarok noch... Ich werde schon den Onyx Blaster weiterverwenden. Wir werden uns Cursed Shots machen. Wir werden uns Cursed Bullets machen. Die meiner Meinung nach, nicht meiner Meinung nach, aber die, glaube ich, waren mit, haben wir den Guide irgendwo da, mit normalen Musket Balls zu craften. Nicht mit den Empty Bullet Dingern. Ja, genau. Mit Musket Balls, das heißt, wir werden uns jetzt mal ein paar neue Musket Balls kaufen. Da haben wir auch noch Meteor Shots, ne? So. Ich würde mal sagen, so ein Stack kann auch erstmal reichen. Ich meine, selbst von den High Velocity Dingern, wir haben mit einem Bosskampf nicht viel verbraucht. Da. Cursed Bullets. Machen wir mal 900. Sollte ausreichen. Hoffe ich doch mal. Ja, das Endless-Ding lasse ich mal ganz weit unten. Das heißt, falls die alle sein dürften... Die machen jetzt 17 Damage, die machen nur 14. Das ist ganz nice. So. Dann sollte das erstmal ganz okay sein. Okay. Wir werden nicht ganz zu Anfang der Nacht fertig sein. Aber ich will das wirklich noch schön vorbereiten. Jetzt fehlt uns nur noch Herzlaternen. Haben wir noch irgendwo Herzlaternen rumliegen? Oder Herzen. Das weiß ich nicht mehr, weil Herzlaternen, Campfire ist sowieso necessary. Da Herzen, sehr schön. So, dann können wir uns noch ein paar mehr Ketten eigentlich direkt machen. Oder? Da. Ketten. So hier, dann dürfte jetzt schon das angezeigt werden, oder? Oder wie viele brauchte man für eine Heartlantern? 4 Stück bloß, also. Ja, machen wir mal 3 Stück. Campfire, so oder so. Pumpkin Pie, 2 Stück können wir machen, okay. Packen wir uns sowieso nochmal mit rein. Ja, die können gerne erstmal drin bleiben. Die kleinen Heiltränke, die können wir, ja, mal hier reinpacken. Okay, jetzt fehlt nur noch, ja, Accessoire-technisch ist alles ganz gut. Ich brauche... Ach ja, die Jojo-Glove. Das war ja das Problem. Soll ich die... Ja, die 4 Defense sind halt schon... Sind halt schon ganz nett, ne? Ja. Okay. So, Campfire. Machen wir mal 2 Stück. Sollte für die Range reichen, die wir da brauchen. Und ansonsten... An Buff-Items...
Steht soweit nichts aus. Das heißt, wir werden uns jetzt mal... Ja, in der Area hier... ungefähr einen schönen Steg bauen. Der dann so ungefähr auf dieser Höhe sein wird. Ja, dann habe ich zwar... die Gefahr. Ja, ich habe die Gefahr... erstens nicht bauen zu können, wow. Warte, nee, das machen wir mit Ropes, oder? Mit Ropes geht das Ganze viel schneller, du. Mit Ropes geht das Ganze viel schneller. Ich habe halt die Gefahr, dass es nicht hoch genug sein könnte wegen den Bergen. Aber ansonsten... ansonsten sollte das doch hoffentlich machbar sein. Es ist sowieso nur ein Versuch, weil... oh, ob wir es dann schaffen oder nicht, ist eigentlich... es ist schon wichtig, aber... ich meine, lieber versage ich mehrfach bei einem Boss, anstatt einfach super easy alle down zu kriegen, weil lieber habe ich die Herausforderung, die dann ja im Endeffekt wirklich Spaß macht eigentlich. Lieber so, als wenn es alles zu easy wäre. Wäre halt auch kacke, ne? So, ich hoffe mal, auf die Höhe kommt der gute Wurm so halbwegs. Ja. Ach ja, jetzt schießen wir schon die Cursed Bullets. Dann nehme ich mal lieber das Jojo dafür, damit ich die nicht unnötig verbaue. So, dann werden wir mal hier eine schöne Plattform bauen. Ich hoffe mal, die Zeit von der Nacht her reicht noch aus, aber sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, jetzt kommen natürlich hier die Harpien, die mich ein bisschen nerven. Aber, oh ja. Zwei Damage, ja. Das ist jetzt... ja. Kann man machen. Okay, jetzt sind wir fast da hinten. Okay, jetzt sind hier natürlich schon andere Gegner. Wir werden mal die Campfire aufstellen. Eins natürlich hier. Und eins ein bisschen weiter drüben. Ich hoffe mal, hier reicht. Wir werden uns noch weitere Plattformen bauen. Okay. Und dann einmal die ganzen Idioten hier wegmachen. Ja. Und noch weiter hier setzen. Ja, das sollte dann von der Länge her auch reichen, denke ich doch mal, ja. Hier ist schon wieder der Berg. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. So. Okay, dann fehlen nur noch die Herzlaternen. Das ist jetzt wiederum so eine Sache. Ich werde diesmal Blöcke nehmen, weil ich sonst die Gefahr habe, wenn ich halt... ach nee, warte, die ging sowieso nur an Blöcken, stimmt. Aber ansonsten, wenn ich die Plattform einhämmer, dann fällt man halt runter, ne? So. Das dürfte vom Abstand her einigermaßen okay sein. Und dann würde ich mal sagen, ja, wir wagen unser Glück. Wir wagen unser Glück. Was Tränke angeht, haben wir alles Wichtige im Inventar. Heißt einmal B drücken und der Zauber ist geschehen. So. Und dann, los geht's. Er wird nicht bis hoch kommen, hoffe ich doch mal zumindest. Ja, genau, er turnt. Er turnt genau dort. Er kommt nicht bis ganz nach oben. So, ich werde... ja, genau, Bewegung. Bewegung ist das A und O jetzt hier im Kampf. Und, naja, die anderen Gegner, die jetzt hier sind, sind ein bisschen nervig. Ich werde einfach wirklich die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Oh, er kommt höher. Warum kommt er höher? Kann er sich an der Plattform festhalten? Das ist natürlich jetzt... ui. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen uns heilen. Aber wir kommen weit. Ich werde mal eben meine Schüsse auf die... oh, fuck. Jetzt habe ich wieder aus dem Bildschirm geklickt. Das Problem, was wir bei der Wall of Flash haben. Ja, jetzt habe ich natürlich dadurch einiges an Sachen verloren. Aber hier sind einige kleine Herzen, die mir dann doch noch wieder was bringen werden. Ja, Bewegung, wie gesagt, das A und O in jedem Kampf. In diesem hier ganz besonders. Eigentlich im Leben ganz besonders. Das Gute ist, dass wir hier direkt ganz oben an der Map sind und ein bisschen mehr Flugfreiheit. Das ist jetzt nicht gut. Dass jetzt hier ein Wyvern ist, ist jetzt... nee. Und wir brauchen noch zum Heilen. Wir müssen uns erst um den Wyvern kümmern. Fuck, Mann. Okay. Der wäre Geschichte. 10 Sekunden noch bis Heilrand. Wird nix. Wird, glaube ich, nix.
gehe ich jetzt mal von aus. Ich meine, wir haben wieder einen besseren Versuch jetzt hier hingelegt. Oh, wir kommen zum Ende. Trotzdem, ich glaube, das mit dem Heilen reicht leider nicht. So, wir können hier einmal den Shadow Dodge nutzen. Einmal durchlaufen und die Herzen haben wir eingesammelt dadurch. Wir haben ihn zur Hälfte. Wir haben ihn zur Hälfte zumindest. Kein Shadow... Was? Haben wir jetzt Shadow Dodge oder nicht? Ich weiß nicht. Okay, es könnte was werden. Es könnte was werden. Die ganzen Herzen hier sind sehr nützlich. Es könnte was werden. Wir müssen halt wirklich aufpassen. Und müssen gucken, dass wir nicht zu häufig hier getroffen werden. Ja, der Wyvern war halt echt nochmal eine ganz schöne Erschwerung aller Umstände. Ah. Aber ja, wir halten uns ganz okay. Wir müssen wirklich immer wieder aufpassen, nicht von diesen extrem vielen Schüssen getroffen zu werden. Diese Laser sind wirklich extrem mies. Jetzt habe ich den Heiltrank genutzt. Oh. Ey. Alter. Ja, der war jetzt ein bisschen wasted, glaube ich, der Heiltrank. Weil ich schon ein bisschen voller war, da. Das war jetzt ein bisschen dumm, glaube ich, von mir. Aber wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Es könnte was werden. Es könnte was werden, wenn wir uns nicht allzu dumm anstellen. Wir müssen diese ganzen kleinen Viecher einmal down bekommen, bitte. Es wird knapper, als ich es mir erhofft hatte. Aber wird's was? Wird's was? Ich weiß es nicht. Herzen, wir brauchen die kleinen Herzen. Wir brauchen um alles jetzt die kleinen Herzen. Wir kriegen die kleinen Herzen nicht. Wir kriegen die kleinen Herzen. Oder? Komm. Zumindest ein bisschen. 4000. Wir können wieder einen Heiltrank nehmen. Nice, hätte ich fast vercheckt. Okay, wir haben ihn. Leute, wir haben ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das jetzt war. Und wir haben eine Giant Harpy Feather. Das ist umso geiler. Wir haben nebenbei eine Giant Harpy Feather bekommen. Das heißt, ich werde instant mir, ja, Harpy Wings basteln. Ich brauche 20 Souls, das ist klar. Das Gute ist, wir haben 40. Das heißt, wir haben direkt für den nächsten Flügel auch nochmal genug. Macht das jetzt Sinn, die zu crappen? Ja. Ja, komm. Ein Speed, ja. Können wir später nochmal besser verzaubern. Oh mein Gott. Ey, ich habe mich jetzt richtig hart konzentrieren müssen. Alter. Ich werde mal wieder quickstacken alles. So. Demon Eye Banner können wir wegwerfen, haben wir schon genug. Heart Lantern können wir von mir aus. Hier steht eine, da steht eine. Wir können von mir aus nochmal eine ein bisschen weiter oben, hätte ich jetzt fast gesagt, oben aufhängen. Sowas hier. Aber wir können auch einfach hier eine hinhängen. Haben wir ein bisschen weiter Range davon noch übrig. Das ist ganz geil. So. So, okay, der Plan ist geglückt. Der Plan ist geglückt für diese Folge. Sehr, sehr schön. Es war aber auch huiuiui. So, jetzt werden wir den Treasure Bag öffnen. Okay. 37 Souls. 20 Hallowed Bars. So, und die ganzen Card-Teile werden wir nicht brauchen. Weil das Mechanical Card werden wir uns zwar vielleicht bauen, aber Rails werden wir hier nicht benutzen in diesem Playthrough. Soweit ich davon ausgehen kann zumindest. Gut, wir haben das, wir haben das. Uns fehlen die Sharkfins. Uns fehlen nur noch die Sharkfins. Dann können wir uns jetzt gleich den Mega-Shark basteln. Aber das dann in der nächsten Folge natürlich erst. Wie sieht's denn mit der Rüstung aus? Wir haben 48... 24, 36, 46, reicht nicht ganz. Schade. Aber selbst wenn die Hallowed-Rüstung, naja. Ist sowieso nicht besser als unsere Titanium-Rüstung. Ein Defense, aber ich bin halt wirklich der Meinung, der Shadow Dodge, der macht alles wett bei der Titanium-Rüstung.
Genau, davon braucht man von jedem ein paar Seelen. Ach, das ist schon alles, ja. Mehr kann man damit nicht machen. Ja. Optik-Staff. Optik-Staff. Den Optik-Staff könnten wir tatsächlich machen. Souls of Sight haben wir jetzt noch nicht. Also können wir doch nicht machen. Wow. Hier, aber die Souls of Might. Oh. Was war denn das jetzt für ein Schuss? Wir können auf jeden Fall die Avenger-Embleme machen. Traveling Merchant has arrived. Das ist ganz gut. Den gucken wir uns noch eben an. Ja, Light Discs sind... Nee, wir werden auf jeden Fall den Mega Shark machen. Wir werden uns die Shark Fins jetzt sofort nächste Folge aneignen. Ja, der Traveling Merchant schießt mit dem Pulse Bow, richtig? Ja. Code 2. Code 2. Naja, bringt uns, glaube ich, jetzt nichts. Eine Ammo-Box. Eine Ammo-Box bringt uns was. Eine Ammo-Box, würde ich sagen, bringt uns tatsächlich was. Und ja, Sitting Ducks Fishing Pole. Ja, ich meine, gut, 35 Gold, ich weiß... Werden wir überhaupt... Wir werden nicht angeln, ehrlich gesagt. Wir werden wahrscheinlich eh nicht angeln. Niemals in diesem Projekt. Auch wenn man dadurch extrem gute Tränke machen kann. Wir werden nicht angeln. Realistisch gesehen, wir werden einfach nicht angeln. Von daher, denke ich mal, ist das so alles in Ordnung. Die Ammo-Box werden wir direkt mal hier mit aufstellen. Zu unseren zum Teil Buff-Items, genau. Und dann haben wir hier, ja, weniger Ammo-Use. Das ist eigentlich eine super Sache. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Folge bauen wir uns den Mega-Shark und versuchen die Twins nächste Nacht. Oh ja. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.